Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei unserer Reihe Fürs Handwerk nachgefragt. Heute unter dem Thema, wie zukunftsfähig ist das sächsische Bildungssystem? Das sächsische Handwerk, das ostsächsische Handwerk, hat natürlich genau dort viele Druckpunkte. Alle sind einmal in die Schule gegangen, jeder hat eine Meinung dazu. Bei uns, wie immer, geht es um Fakten und Debatten. Es ist leicht zu sagen, alles ist schlecht, besser ist es, um den Weg zu streiten, wo es hingehen soll. 80% der Auszubildenden im Handwerk kommen aus der Oberschule. Also, wie ist der Fokus mit der Oberschule? Wie geht es dort weiter? Die Digitalisierung hat die Gesellschaft ergriffen, natürlich auch das Bildungssystem. Wo stehen wir eigentlich bei diesem Thema?
All das wird uns begleiten, wie auch der demografische Wandel, der zeigt, dass wir um Lehrlinge werben müssen und schauen müssen, was für Fähigkeiten bringen sie eigentlich mit? Können wir noch schauen, ob Mathematik und logisches Denken, auswendig lernen reicht? Oder sind die sozialen Kompetenzen viel stärker in den Fokus zu rücken? Darüber wollen wir heute diskutieren und ich freue mich, dass Sie alle dabei sind. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem Online-Talk-Format fürs Handwerk nachgefragt, live aus NewMe, das Veranstaltungszentrum. Ja, mehrmals jährlich dreht sich bei uns alles um Themen, die das ostsächsische Handwerk gerade bewegen. Und heute geht es, Herr Dittrich hat es gerade gesagt, um das Thema, wie zukunftsfähig ist das sächsische Bildungssystem? Dabei stehen bei uns heute die allgemeinbildenden Schulen im Fokus. Ja, und auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wollen wir aktiv einbinden. Bis kurz nach 18.30 Uhr haben Sie die Möglichkeit, bei uns im Chat Ihre Fragen an unsere Runde zu stellen. Und diese Runde, die möchte ich Ihnen jetzt gerne vorstellen. Zu meiner Linken Sachsens Kultusminister Christian Piebarz. Er sagt, moderne und zukunftsorientierte Bildung ist die nachhaltigste Sozial- und Wirtschaftspolitik für Deutschland. Jeder junge Mensch hat Fähigkeiten, Fertigkeiten und Begabungen, die sich durch moderne Instrumente und eine stärkere Abstimmung aller Beteiligten noch besser fördern lassen. Zu meiner rechten Fleischermeisterin Nora Seitz. Sie ist Landesinnungsmeisterin des Sächsischen Fleischerinnungsverbandes und Teamchefin der deutschen Fleischernationalmannschaft. Ihr Appell, es braucht neue Schulmodelle, dieses Thema muss neu gedacht werden. Die jungen Menschen haben sich verändert, die an sie gestellten Ansprüche ebenso. Das muss ein modernes Schulsystem auch abbilden. Bildungsforscher Professor Dr. Axel Blünnecke, er leitet am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln das Kompetenzfeld Bildung, Zuwanderung und Innovation und mahnt, im Handwerk gibt es auch in Sachsen erhebliche Fachkräfteengpässe. Zwar hat das sächsische Bildungssystem in der Vergangenheit im Bundesländervergleich immer sehr gut abgeschnitten, der demografische Wandel und die Digitalisierung stellen Sachsen aber vor besondere Herausforderungen. Und natürlich Dachdeckermeister Jörg Dittrich, Präsident der Handwerkskammer Dresden. Er hat die Sichtweise des ostsächsischen Handwerks in seinem Eingangsstatement bereits dargelegt. Ja, und wie Herr Dittrich da schon sagte, zum Thema Schule hat wohl jeder eine eigene Meinung. Wir haben momentan wieder 80 Millionen Fußball-Bundestrainer zur EM. Wir haben seit über einem Jahr 80 Millionen Virologen in Deutschland. Und ich denke, wir haben auch 80 Millionen Bildungsexperten. Ob dafür als Qualifikation die Aussage, ich war selbst mal in der Schule, reicht, sei dahingestellt. Die Skala der Meinungen reicht in jedem Fall von früher war alles besser bis hin zu unsere Kinder sind heute so belastet wie noch nie. Wir wollen heute aber nicht persönliche Empfindungen sprechen lassen, sondern uns ganz klar den Fakten widmen. Denn eines ist klar, das Handwerk braucht gut qualifizierte junge Menschen, die den Anforderungen der dualen Ausbildung gewachsen sind. Und daher möchte ich Ihnen gerne zum Einstieg einen kurzen Einspieler zeigen von Johanna Meitzner. Die 21-jährige Dresdnerin ist bereits ausgebildete Konditorin, schließt in diesem Monat ihre zweite Ausbildung zur Bäckerin ab und will nun den Meister machen. Bekannt ist sie dem einen oder anderen von Ihnen vielleicht auch als amtierendes Dresdner Stollenmädchen. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, denke ich daran, dass ich vieles gelernt habe, was ich heute nicht mehr brauche. Ich war in der Oberschule am Polanplatz. Was ich vor allem jetzt brauche, ist Mathe. Besonders für Berechnung von Rezepten brauche ich dann die Prozentrechnung. In der Berufsschule ist mir aufgefallen, dass viele meiner Klassenkameraden Probleme damit haben bei der leichtesten Prozentrechnung. Was ich mir gewünscht hätte, was in der Schule mehr drauf eingegangen wäre, wäre die gesunde Ernährung. Wir haben zwar gekocht in der Schule, aber die Rezepte waren nur teilweise gesund. Wenn ich meiner Schulzeit eine Note geben müsste, wäre es wahrscheinlich eine 3. Eine schlechte 3. Ja, Herr Piebarz, auch wenn Ihre Schulzeit schon ein wenig her ist, auch an Sie die Frage, welche Note würden Sie dem sächsischen Bildungssystem, so wie es aktuell ist, geben und warum? Das ist, glaube ich, eine gefährliche Frage, ne? Wenn man zu hoch greift, dann heißt es, naja, keine Ahnung von der Realität. Wenn man zu tief greift, dann heißt es, oh, der macht sein eigenes System schlecht. Ich würde dem sächsischen Bildungssystem schon eine klare 2, eine solide 2 geben, aus dem Grund, dass wir vieles auch seit 1990 aufbauend auf dem, was vorher war, durchaus richtig gemacht haben, aber wir haben noch deutlich Luft nach oben.
Ich will es mal, sagen wir mal, an zwei Punkten sehr deutlich benennen, wo ich glaube, dass wir immer noch Vorteile auch gegenüber anderen Bundesländern haben, wo wir aber kämpfen müssen, dass das so bleibt. Das ist zum einen ein relativ breiter Fächerkanon, den wir nach wie vor in Sachsen anbieten, dass wir nicht Fächer zusammenlegen, wie beispielsweise Naturwissenschaften oder Ähnliches, sondern klar konturiert die einzelnen Fächer auch anbieten und dass wir eben auch einen starken Fokus auf die Naturwissenschaften legen. Es ist ja gerade auch angesprochen worden, das Thema Mathematik, Naturwissenschaften, auch Technik, und dass das in Sachsen nach wie vor eine herausgehobene Rolle spielt und das will ich auch ganz deutlich sagen, dass wir schon auch im sächsischen Bildungssystem eine Leistungserwartung und auch ein Leistungsversprechen haben, was heutzutage nicht mehr ganz selbstverständlich ist. Und deswegen geben uns ja national, auch internationale Studien durchaus recht. Aber, und das ist die Einschränkung, es ist immer Luft nach oben und kein System ist so gut, dass man sich irgendwo zurücklehnen könnte, sondern wo wir auch sehen müssen, dass wir es verbessern müssen. Stichwort soziale Kompetenzen, Digitalisierung und dergleichen mehr. Da also reden da wir dann noch drüber. Da haben wir noch einiges zu tun. Gut, das ist doch schon meine erste Aussage und da gehen wir dann nachher auch gleich nochmal drauf ein. Herr Dietrich, ich gucke zu Ihnen rüber. Eine solide 2 gab es mit Luft nach oben. Ihr eigener Betrieb bildet ebenfalls regelmäßig aus. Sie sind in Gespräch mit den Handwerksbetrieben in der Region. Welche Schulnote kommt von Ihrer Seite? Von den Handwerksbetrieben kommen häufig die schlechten Noten für das Schulsystem. Man könnte jetzt sagen, das liegt daran, dass es die sind, die auch enttäuscht sind vom Schulsystem. Aber auch ich möchte etwas Positives einfügen. Zum einen, dass wir wissen, dass es tausende Lehrer gibt, die leidenschaftlich an der Aufgabe arbeiten. Für uns im Handwerk ist die Oberschule besonders wichtig. Und in der Oberschule werden momentan sehr viele Dinge weiterentwickelt. Inklusion, Migration, Digitalisierung, all das wollen wir dort stattfinden lassen. Und dort sind wir aus meiner Sicht ein Stück zurückgekommen. Und damit ein Schub nach oben kommt, würde ich jetzt nicht eine 4 vergeben wollen, damit das wäre so demotivierend. Wir geben mal eine 2 minus, die so knapp vor der 3 liegt. Von der wir wollen, dass es eher nach... Wir wollen sie nach oben führen. Gut. Professor Blünecke, Sie haben bereits darauf verwiesen, dass das sächsische Bildungssystem bisher im deutschlandweiten Vergleich sehr gut abgeschnitten hat. Im aktuellen Bildungsmonitor der Initiative für soziale Marktwirtschaft, an dem auch Sie und mit Ihrem Institut beteiligt waren, belegt der Freistaat erneut den ersten Platz. Allerdings nur mit 66 von 100 Punkten. Kann man sich trotzdem entspannt zurücklehnen, wenn man Herr Piwarz ist? Ja, insgesamt kann man schon sagen, dass Sachsen im Bundesländervergleich sehr gut aufgestellt ist. Es ist ein sehr hohes Niveau bei den Schulvergleichstests, wo Sachsen immer in den Spitzenpositionen abschneidet. Es gibt eine sehr gute Ganztagsinfrastruktur im Vergleich zu anderen Bundesländern. Man hat eine starke Bindausbildung in Sachsen, was wirklich sehr exzellent ist. Sehr starkes Gewicht auf die Naturwissenschaften, auf Mathematik. Aber sicherlich, es gibt noch Verbesserungsmöglichkeiten, denn die soziale Durchlässigkeit, sprich der Einfluss der sozialen Herkunft auf die Bildungsergebnisse, da könnte Sachsen sicherlich noch einen Schritt nach vorne schaffen. Und die neuen Herausforderungen, Digitalisierung, auch da ist Sachsen noch, da ist noch Luft nach oben. Da reden wir dann gleich nochmal ausführlicher drüber. Vorher gucke ich ganz kurz zu Ihnen, Frau Seitz. Sie sind Teamchefin der Fleischer Nationalmannschaft. Wir haben es gesagt, Sie haben bis 2018 auch an einer Berufsschule unterrichtet, sind also sehr nah dran an den jungen Menschen. Johanna Meizner hat im Einspieler gemeint, dass vieles von dem, was sie in der Schule gelernt hat, dass sie das in ihrem Beruf gar nicht braucht. Wie ist Ihr Eindruck? Werden die Jugendlichen in der Schule gut aufs Berufsleben vorbereitet? Ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Was braucht im Grunde genommen jeder Schüler, der die Schule verlässt? Also wenn ich jetzt auf meine Schulzeit zurückgucke, ich benutze heute in meinem täglichen Arbeitsleben kaum noch den Satz des Pythagoras oder mache eine Cosinus- und Sinusberechnung. Das passiert mir relativ selten. Aber es ist mir natürlich auch aufgefallen, dass viele Schülerinnen und Schüler mit dem einfachen Rechnen, dem Prozentrechnen, dem einfachen Dreisatz wahnsinnige Probleme haben. Also ich glaube tatsächlich, wir haben da noch viel Nachholbedarf. Wir müssen da auch schwächere Schüler noch stärker einbinden und wir müssen da auch vielleicht auch manchmal den weiteren Weg gehen, um die größeren Erfolge zu erreichen. Dann, das waren doch schon mal interessante Worte aus der Runde zum Einstieg. Und wir freuen uns jetzt auf einen Impulsvortrag von Professor Blünecke, der unter dem Titel Demografie und Digitalisierung, wie gut reagiert das sächsische Bildungssystem, uns noch ein paar tiefgehendere Einblicke geben möchte. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, Ihnen dazu kurz ein paar Impulse geben zu dürfen zum Thema Demografie und Digitalisierung. Wie gut ist da das sächsische Bildungssystem aufgestellt? Zunächst nochmal zum Kern der Veranstaltung heute. Fachkräfteengpässe, gerade in den Handwerksberufen.
haben wir bundesweit hier den Anteil der offenen Stellen, für die es keine passend qualifizierten Arbeitslosen gibt. Und da sehen Sie in Sachsen, dass dort 40-60% etwa im Bundesdurchschnitt die Engpässe im Handwerk sind. In Bayern, Baden-Württemberg gibt es da noch Tempo, in einigen Regionen höhere Engpässe. Aber gerade in der linken Abbildung sehen wir, Sachsen ist stark betroffen von Engpässen. Und das nimmt in den nächsten Jahren noch zu. Hier sehen Sie den demografischen Ersatzbedarf in der blauen, hellblauen Säule. Die Zahl der 16- bis 20-Jährigen in Sachsen und in der dunkelblauen die 60- bis 64-Jährigen. Sie sehen am aktuellen Rand, haben wir 150.000 fast mehr in den 5 Altersjahrgängen der Älteren, die in den Ruhestand gehen in den nächsten Jahren, als bei den Jüngeren, die nachwachsen. Das wird in 2025, 2030 noch ähnlich sein. Das heißt, in den kommenden 10 Jahren erhebliche Probleme in Sachsen, aus den nachrückenden Jahrgängen die Älteren zu ersetzen, die dann in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Erst ab 2035 werden diese Kurven etwa eine gleiche Größenordnung haben. Also Engpässe heute schon da, tendenziell in Sachsen stark steigend aufgrund der Demografie. Wie reagiert das Bildungssystem in Sachsen darauf? Im Bildungsmonitor schauen wir uns das jährlich an. Hier die Ergebnisse vom letzten Jahr. Sachsen ist Spitze bei der Schulqualität, bei der Infrastruktur, Ganztag, bei der Forschung. Auch es gelingt, dass nur sehr wenige junge Menschen nicht die Mindeststandards erreichen. Also das Ausmaß an Bildungsarmut ist gering. Und auch über die internationalen Studierenden, aber auch über die Englischkompetenzen der Schülerinnen und Schüler schneidet Sachsen sehr stark ab. Es gibt noch Verbesserungsbedarf bei der Integration, vor allen Dingen, was die Durchlässigkeit des Bildungssystems angeht. Bei der beruflichen Bildung, aber da kann ich vielleicht schon vorwegnehmen, hat sich Sachsen in diesem Jahr beim aktuellen Monitor, der demnächst rauskommt, noch mal ein ganzes Stück verbessert. Ausblick beim Bildungsmonitor in diesem Jahr. Wir haben Nachholbedarf, wenn es darum geht, Infrastruktur an Schulen, WLAN, Weiterbildung der Lehrkräfte, generell das Ausmaß an IT-Ausbildung im Bundesland. Da sind andere Länder mit höheren Zahlen unterwegs. Und auch beim Thema Digitalisierung und Forschung ist Sachsen noch ein ganzes Stück hinter den Top-Ländern Baden-Württemberg und Bayern in diesem Feld. Und es gibt neue Herausforderungen durch die Corona-Krise. Die hat sich in drei Dingen sehr stark bemerkbar gemacht. Einmal haben wir die Schulschließungen gehabt, wo Sachsen ja sehr lange an offenen Schulen festgehalten hat, aber mit der Bundesnotbremse dann auch gezwungen war, in diesem letzten Halbjahr Schulen relativ lange auch geschlossen halten zu müssen. Und da sehen wir aus Studien, dass das die Ausbildungsreife stark beeinflussen kann. Und gerade einige Kreise in Sachsen waren da über viele Wochen im Distanzunterricht gezwungen in der Bundesnotbremse. Die Berufsorientierung, ganz wichtig, um viele junge Menschen auch für die Handwerksberufe zu gewinnen. Da mussten die Schulen Angebote zurückfahren aufgrund von Corona, aufgrund von Schulschließung, aufgrund von anderen Problemen. Auch Betriebe, Praktika zu machen, war schwierig. Orientierungslosigkeit bei Jugendlichen nimmt zu. Das Ausbildungsstellenangebot ging auch zurück, aber noch stärker die Zahl der Auszubildenden und gerade in den von Lockdown betroffenen Branchen natürlich, weil die Schwierigkeiten haben, dann die gleiche Qualität anzubieten wie vorher. Und bei der Digitalisierung in der Gesellschaft ein Riesenschub durch Corona und auch in den Schulen, Lernplattformen wurden viel stärker eingesetzt. Schüler sammelten Erfahrungen mit digitalen Medien. Aber wir wissen auch aus der letzten Studie, dass es in Deutschland dort noch Defizite gibt bei den Kompetenzen. Schulschließung hatte ich gerade gesagt. Ein Beispiel hier mal für die einzelnen Flächen. Und hier sehen Sie auf der rechten Abbildung mal den Anteil der Kreise in dunkelrot, wo wir hohe Schulabbrecher haben und durch die Bundesnotbremse gezwungen waren, relativ lange Distanzunterricht durchzuführen. Und diese Kreise finden wir jetzt sehr häufig in Thüringen und Sachsen, wo es Kreise gibt mit hohen Schulabbrecherzahlen schon in der Vergangenheit und jetzt eine gezwungenermaßen Schulschließung. Man hat also weniger Möglichkeiten gehabt, mit den Schülern in Kontakt zu bleiben und die in Präsenz zu motivieren, am Ball zu bleiben. Da sind eben die Herausforderungen nochmal in Thüringen und Sachsen etwas größer als in anderen Regionen in Deutschland. Was sind die Handlungsoptionen? Es geht darum, die Stärken des sächsischen Bildungssystems zu bewahren. Also wir müssen über Förderprogramme entstandene, Corona-bedingte Lernlücken wieder schließen. Die Ganztagsinfrastruktur, die da ist, die sehr, sehr gut ausgebaut ist, noch weiterentwickeln zur Förderung der Schülerinnen und Schüler. Die digitale Bildung, ein Riesenthema. Digitale Kompetenzen bei den Lehrkräften, bei den Schülern, IT als Schulfach, die MINT-Lehrkräfteversorgung sicherstellen, eine große Herausforderung, weil wir eben dort auch steigende Bedarf an Lehrkräften haben, die nicht einfach besetzt werden können und die digitale Infrastruktur ausbauen. Dazu ist es wichtig, Mentorenprogramme aufzulegen und Berufsorientierung wieder zu stärken, um die Orientierungsprobleme bei den jungen Menschen, die dort entstanden sind in Corona, auffangen zu können
Und letztendlich ein letzter Punkt noch, Potenziale der Zuwanderung zu nutzen, die EU-Migration, das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz als zweiten Strategie der Zuwanderung bieten Potenziale und Zuwanderung über das Bildungssystem, auch über die Ausbildung, dann insgesamt das Fachkräftepotenzial zu erhöhen. Und da ist auch das Bildungssystem gefordert, mit zur Integration beizutragen. Das zu meinem Impuls. Vielen Dank. Vielen Dank, Professor Blünecke, an der Stelle. Wir werden über diese Ansätze gleich genauer noch mal sprechen hier in der Runde. Vorher würde ich Ihnen aber gerne, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch eine weitere Stimme aus dem Handwerk zeigen, nämlich Jürg Schrott, Geschäftsführer der Svoboda Heizungs- und Sanitärtechnik GmbH in Löbau und Obermeister der SHK-Innung Löbau-Zittau. Als Geschäftsführer der Svoboda GmbH, aber auch als Obermeister der SHK-Innung liegt mir die Berufsausbildung sehr am Herzen. Leider musste ich feststellen, dass die Qualität der schulischen Ausbildung in den letzten Jahren nachgelassen hat. Speziell in den Fächern Mathematik, Physik und Chemie, die für uns sehr wichtig sind, sind die Zensuren relativ schlecht. Nach Rücksprache mit den Auszubildenden hat sich auch gezeigt, dass sie eigentlich keine Lust mehr haben, in die Schule zu gehen, was natürlich für uns ein Riesenproblem ist. Daher ist es für mich wichtig, dass die schulische Ausbildung wieder an Attraktivität gewinnt, dass die Schüler wieder Spaß am Lernen haben und vor allen Dingen, dass auch die Digitalisierung im Unterricht vorangetrieben wird, da das wieder eine Basis ist für die Berufsausbildung. Klare Appelle zunächst von Professor Blünecke und jetzt auch nochmal von Jürg Schrott zum Thema Digitalisierung. Und auch Sie, Herr Dittrich, hatten eingangs in Ihrem Statement auf die Digitalisierung schon hingewiesen. Teilen Sie die Aussage von Obermeister Schrott, dass dem Thema Digitalisierung in der Schule eine größere Bedeutung zukommen muss? Wie entscheidend ist das fürs Handwerk? Ich bekam von irgendjemand mal eine Zuschrift in der Pandemie, der sagte, Mensch, wir könnten doch in der ersten Klasse allen Kindern ein iPad geben und dann über Digitalisierung etwas machen. Ein Kind kann aber nicht lesen, bloß weil es ein iPad in die Hand bekommt. Insofern möchte ich gern, dass diese Antwort zur Digitalisierung nicht falsch verstanden wird. Ich glaube, dass wir im Handwerk diese Digitalisierung genauso als Revolution, als Wucht erleben, die auf uns einströmt. Und dass es kluge Gedanken braucht, wie wir diese Digitalisierung in den Bildungsinhalten etablieren. Und dort gibt es die eindeutige Antwort. Da müssen wir noch ganz hart dran arbeiten, weil es ja schon damit beginnt, dass überhaupt die Grundlagen da sind. Haben wir denn überhaupt überall WLAN? Und wie vermittelt man eigentlich digitale Lerninhalte? Ne? Weil die Kinder sind die Digital Natives und nicht die Lehrer. Und deswegen ja, eindeutig, wir müssen auch bei der Digitalisierung schauen, wie wir besser vorankommen. Dann schaue ich doch direkt rüber zum Kultusminister. Digitalisierung ist kein neuer Trend, das ist eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Wir haben es gerade schon von Professor Blünecke gehört. Wir haben in Sachsen hier noch Nachholbedarf. Wie kann diese Trendwende schnellstmöglich eingeläutet werden? Ja, das eine ist auf jeden Fall die technische Ausstattung, die vorhanden sein muss. Da geht es erstmal los, dass wir auch die Schulgebäude sachsenweit an Breitband-Internet anschließen, dass genügend Gigabit zur Verfügung stehen. Und darüber müssen wir auch reden. Corona hat umgekehrt gezeigt, die Schulen sind teilweise gar nicht das Problem, sondern die Internetverfügbarkeit in den einzelnen Haushalten. Noch dazu, wenn alle im Homeoffice sind, dann sind wir da nochmal an die Kapazitätsgrenzen gekommen. Und natürlich auch die Ausstattung der Schulen. Und da hilft schon der Digitalpakt, den wir ja 2019 mit dem Bund geschlossen haben. In Sachsen, das kann ich sagen, sind fast 100% der Gelder bewilligt. Das ist also jetzt in der Umsetzung. Es braucht halt nur Zeit, bis das Ganze verbaut wird. Und das Zweite neben der Hardware ist natürlich auch die Frage, wie implementiere ich das in den Unterricht? Und ich bin Jörg Dittrich für die differenzierte Antwort sehr dankbar, weil umgekehrt Digitalisierung auch kein Allheilmittel ist, sondern wir sehr genau schauen müssen, wo kann uns digitale Lern- und Lehrmethoden unterstützen? Wo können sie vielleicht uns auch einen Turbo geben? Wo kommt es aber gerade auch auf die alte analoge Vermittlung von Wissen, Kompetenzen und Werten an? Wir haben ja schon im Schuljahr 2019-20 umfassend die Lehrpläne überarbeitet, wo gerade das Thema Medienkompetenz einen größeren Stellenwert eingenommen hat. Also die jungen Menschen daran zu führen, mit digitalen Inhalten verantwortungsbewusst umzugehen. Und ich glaube, der nächste Schritt wird sein,
stärker als bisher. Und da hat Corona bei all dem Negativen durchaus auch einen positiven Effekt, nämlich eine Beschleunigung gebracht, dass wir ganz selbstverständlich auch digitale Lernmittel einsetzen. Und da will ich auch noch ganz deutlich und zum Schluss sagen, das ist aber eben nicht das kopierte Arbeitsblatt, was wir jetzt digital eingescannt haben, sondern wir müssen darüber reden, wie wir mit Lernsoftware, mit auch teilweise künstlicher Intelligenz, mit angeleitetem Lernen dort auch Möglichkeiten schaffen, die auch wiederum den schulischen Alltag bereichern und andererseits auch entlasten können. Darf ich dort nochmal in die Wunde bohren? Ein Punkt ist jetzt nicht so deutlich gekommen. Er betrifft die gesamte Gesellschaft. Wenn ich einen Lehrer habe, der die analogen Didaktiken gelernt hat, wie wollen wir dem eigentlich deutlich machen, wie er selbst sich eine digitalisierte Didaktik überlegt? Sind dort auch Gedanken und Überlegungen? Ich weiß, dass Systeme immer ein Beharrungsvermögen haben. Das gilt nicht nur für Lehrer. Aber dort sehe ich doch den Ansatzpunkt, dass ja diese Wege neu beschritten werden müssen. Sehen Sie dort das sächsische Bildungssystem oder die sächsische Lehrerschaft schon auf dem Stand, wo es hin muss? Ich könnte die Frage ja zurückspielen, obwohl das unfair wäre. Wie sieht es denn in der Gesamtgesellschaft aus mit der digitalen Kompetenz? Und auch da müssen wir sagen, dass wir da Defizite haben. Nein, Sie sprechen dort den richtigen Punkt an. Das geht in der Lehramtsausbildung los, wo wir also im Lehramtsstudium diejenigen, die neu in den Beruf hineinkommen, darauf natürlich von Anfang an ausrichten müssen. Und wir können gerade die schon eine Weile bei uns sind, die gute Arbeit leisten im analogen Bereich, nur durch konsequente Aus- und Fortbildungsangebote, die wir auch unterbreiten, dorthin führen. Und ich glaube, es hängt auch viel davon ab, wie auch in den Lehrerkollegien selbst die Notwendigkeit gesehen wird. Und bei Corona haben wir es wirklich festgestellt, dass sich dort Kollegien binnen weniger Tage notgedrungen, weil es gar nicht anders ging, auf den Weg gemacht haben und gesagt, wir kümmern uns drum, wir richten für uns die Lernplattform ein, wir sind für unsere Schülerinnen und Schüler da. Da ist auch ganz viel an Engagement und an Know-how gewachsen. Dort müssen wir jetzt aber weiter ansetzen und auch deutlich machen, lieber Lehrer, deine analogen Fähigkeiten, die brauchst du weiterhin. Das will ich auch ganz klar sagen. Es wird auch weiterhin diesen direkten Kontakt brauchen. Aber in der neuen Zeit müssen auch andere Methoden ganz selbstverständlich angewandt werden. Und wir können nur immer wieder Angebote unterbreiten. Aus- und Fortbildung ist da das A und O. Mit Sicherheit. Weg vom Thema Digitalisierung ganz kurz und Professor Blündecke, ich würde gerne noch auf eine andere Aussage aus dem Einspieler von Herrn Schrott eingehen. Der sagte, die Jugendlichen hätten keine Lust mehr auf Schule. Jetzt denken wir mal zurück an unsere Teenagerzeit. Ist das eine ganz normale Alterserscheinung oder ist das tatsächlich ein Grund für schlechte Noten und besorgniserregend? Ja, generell ist natürlich in bestimmten Altersgruppen die Lust auch an anderen Dingen natürlich wichtiger als vielleicht an Schule. Und natürlich gibt es auch durch den starken Drang Richtung Hochschule die Beobachtung, dass die über längere Zeiträume schon Ausbildung anbieten, nicht mehr ganz so oft die ganz leistungsstarken Bewerber haben, die es früher noch gab, die heute vielleicht dann Richtung technische Uni gehen oder andere Bildungswege wählen. Deswegen ist die Berufsorientierung ja so wichtig, dass man aufzeigen kann, welche tolle Möglichkeiten es gibt, über die Ausbildung, über den Meister sich entwickeln zu können, dass wir auch die leistungsstarken viel stärker wieder auch für die Ausbildungsberufe und für die Handwerksberufe gewinnen. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt natürlich, gerade jetzt auch in den letzten 2 Jahren durch Corona, ist natürlich gerade das Leben der jungen Leute sehr stark durcheinandergewirbelt worden durch die vielen Eingriffe, die durchgeführt wurden. Und das ist natürlich auch eine psychische Belastung für gerade Kinder und Jugendliche. Und dass der ein oder andere dann mehr als vielleicht sonst auch Probleme hat, sich zu motivieren, eine Struktur, eine Zeitstruktur zu haben, um auch zu lernen. Das geht vielen jungen Menschen gerade im Moment so, die über Homeschooling und über andere Belastungen eben nicht mehr in diesem Rhythmus sind, den sie vielleicht früher waren. Also die ganz große Alarmglocke würden Sie momentan noch nicht läuten? Man muss sich massiv kümmern. Ich glaube schon, dass wir durch die ganze Corona-Pandemie viel auch psychische Belastungen für junge Menschen haben. Und da gilt es, die jungen Menschen abzuholen, zu stärken. Und natürlich gab es viel weniger Kontakt, um sich dann intensiv zu kümmern. Wir sagen ja gerade über Ganztagsschulen, über den Ausbau der Bildungszeiten, über multiprofessionelle Teams an Schulen, kann man Schulabbruch vermeiden, kann man Schulsozialarbeit machen. Und diese Infrastruktur war natürlich in den Phasen, wo die Schulen geschlossen waren, weniger da, um sich um diese jungen Menschen zu kümmern. Fürs ostsächsische Handwerk, weil das ist ja heute mein Part, die vielen Gespräche in den Betrieben auch ein bisschen wiederzuspiegeln,
Da ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade aufgeführt haben. Sie sagen, ja, wir müssen uns mehr Mühe geben, wir müssen die Leute abholen, wir müssen ihnen Angebote machen, wir müssen sie fördern. Und das führt so ein bisschen bei den Älteren dazu, zu sagen, Mensch, können die sich nicht auch mal selber kümmern, müssen wir nicht eigenverantwortliche Menschen, junge Menschen erziehen? Ist es richtig, dass wir so eine Generation Entschuldigungszettel dadurch befördern? Das würde ich gern Sie als Wissenschaftler noch mal fragen, wie Sie dort das Bild sehen, wenn wir immer auf Probleme nur damit antworten, wir müssen jetzt für die Jugendlichen etwas tun, oder ist das eine falsche Wahrnehmung von den Meisterinnen und Meistern, die sich da unterhalten? Ja, ich glaube, dass auch gerade in der Phase der Fernbeschulung über digitale Medien, wenn ich mehrere Kinder habe oder selber arbeiten muss, kann ich nicht die ganze Zeit daneben sitzen, was machen die Kinder. Und wenn ich erst mal im digitalen Gerät bin, kann ich auch sehr schnell in den Chat, in Spiele, in andere digitale, hochattraktive Programme wechseln, die es früher in unserer Kindheit, Jugend nicht gab. Und gerade die digitalen Plattformen, die digitalen Unterhaltungsmedien, die Spieleindustrie hat psychologisch so exzellent gute Tricks, damit man junge Menschen möglichst lange beim Spielen hält, lange auf sozialen Medien, auf Plattformen hält. Und das ist ein echter Konkurrent für die Aufmerksamkeit junger Menschen, den es früher in der Form nicht so gab. Früher waren die Spiele einfach gestartet und waren zu Ende nach 5 Minuten. Heute kann ich Spiele tagelang spielen und es kommt immer etwas Neues als Anreiz dazu. Und deswegen müssen wir attraktive Bildungssysteme schaffen, die in Konkurrenz stehen, gerade für Kinder in dem Alter 12, 14, 15, die dann eben von diesen Digitalunternehmen mit hochattraktiven, psychologisch perfekt ausgefeilten Angeboten eben gelockt werden. Mhm. Genau den Kommentar würde ich gerne aufgreifen wollen und zu Nora Seitz rüberschauen. Ich habe es eingangs schon gesagt, Sie plädieren für neue Schulmodelle. Wie kann Schule aus Ihrer Sicht für junge Menschen wieder attraktiver werden? Ich glaube, es greift auch dort mit ein, was jetzt Professor Blinicke gesagt hat. Ich glaube, wir müssen den Erlebnismoment Schule schaffen. Ich glaube, so ungefähr wird das. Die jungen Leute, die jetzt, ich kann zum Beispiel keinen jungen Menschen mehr mit mir damals vergleichen, als ich mit 17 die Schule verlassen habe. Das war eine ganz andere Generation und da liegen heute nur wenige Jahre dazwischen. Aber ich glaube, es muss Schulmodelle geben. Ich in Chemnitz, ich kann jetzt nicht fürs ostsächsische Handwerk in dem Fall sprechen, aber in Chemnitz zum Beispiel haben wir jetzt gerade ein Schulmodell, eine Handwerkerschule, die sich sehr verstärkt dem Thema Praktikas widmet. Also die haben praktisch im Jahr 5 und 6 alle Grundlagen geschaffen, um alle Handwerksberufe ihren Schülern nahezubringen. Und jetzt schicken die Schüler sehr punktuell und sehr, also auch mit einer großen Häufigkeit in die entsprechenden Praktikas bei unterschiedlichen Betrieben, dass die sich auch breit gefächert aufstellen, dass die jungen Leute das erleben können, dass sie das anfassen können, immer schön getreu dem Motto einfach machen. Mhm. Und genau damit kommen wir zu unserem nächsten Einspieler, denn auch da werden wir gleich von dem innovativen Modell hören. Ich freue mich auf den Einspieler von Michael Dubke, Betriebsleiter bei der Deutschen Werkstätte Hellerau GmbH in Dresden. Die deutschen Werkstätten als international agierendes Unternehmen mit Projekten weltweit auf höchstem technischem Standard und Niveau sind also darauf angewiesen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht nur eine hohe Fachkompetenz haben, sondern auch eine hohe soziale und kulturelle Kompetenz. Es ist also wichtig, dass wir technisch-technologisch auf dem neuesten Stand sind. Und unsere Kritik am Bildungssystem ist, dass das aktuell nicht gewährleistet ist. Es kann demnach nicht sein, dass unsere Auszubildenden im Jahr 2021 immer noch am Reißbrett zeichnen, wenn CAD-Zeichnungen schon seit vielen, vielen Jahren Stand der Technik sind. Unsere Forderung ganz klar ist, dass das Bildungssystem sich diesen Anforderungen und dem Wandel unserer Zeit entsprechend aufstellt. Wir als Unternehmen tun das auch und haben einige neue Projekte mit unseren Auszubildenden insbesondere aufgelegt, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Genau, und bei diesem neu geplanten Angebot für die Azubis, von denen Herr Dubke hier schon spricht, handelt es sich um ein Ganztagsangebot für Siebt- und Achtklässler nahegelegener Oberschulen. Diese sollen sich einmal pro Woche im Tischlerhandwerk bei den Hellerauer Werkstätten ausprobieren können und dabei von den Auszubildenden angeleitet werden. Das soll sowohl bei der Suche künftiger Azubis helfen, als auch die sozialen Kompetenzen der aktuellen Azubis schulen. Ja.
Herr Professor Plönecke, die Hellerauer Werkstätten machen also nicht nur die Forderung auf, dass sich das Schulsystem bei Technologie und Digitalisierung auf der Höhe der Zeit bewegen sollte, was wir jetzt ja gerade schon besprochen hatten, sondern auch die nach mehr sozialer Kompetenz bei den Schulabsolventen. Inwieweit sehen Sie hier das Schulsystem in der Verantwortung? Ich denke, das sind die beiden Kernaufgaben der Schule, dass man Kompetenzen vermittelt im Umgang mit Technik, mit Mathematik, Lesen etc. Und zugleich natürlich soziale Kompetenzen, Umgang in Gruppen, füreinander da sein, sich unterstützen, gemeinsam Projekte, Probleme lösen. Und da ist es wichtig, dass man einfach dann in diesen Formen an den Schulen, und dafür ist natürlich Präsenz auch sehr, sehr wertvoll, dass man da gemeinsam mit den anderen Schülerinnen und Schülern Probleme lösen kann, Aufgaben, Projekte abwickeln kann. Und das ist natürlich eine Kernaufgabe von Schule. Das kombiniert natürlich mit moderner Technik. Und da haben Sie als Kultusminister auch gerade gesagt, dass da Sachsen gerade sehr stark investiert, auch über den Digitalpakt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Weg, um dann diese beiden Kernaufgaben zu kombinieren. Mhm. Und das ist gut, dass es solche Projekte gibt, die man als Leuchttürme dann auch entsprechend für andere sichtbar machen kann und sich auch andere dann da etwas abgucken können. Mhm. Fiebertz, ich merke, Sie würden darauf gerne antworten. Ich lasse Sie auch gleich ins Spiel kommen. Ich würde aber vorher gerne noch ein bisschen was aus dem Handwerk dazu hören. Herr Dittrich, stehen denn die Hellerauer Werkstätten mit ihrer Forderung mehr im Bereich der sogenannten Soft Skills, wie es so schön neudeutsch heißt, allein da oder richten immer mehr Handwerksbetriebe bei der Auswahl ihres Azubis da einen Blick drauf? Lassen Sie mich zuerst noch mal auf den Einspieler eingehen. Es geht ja darum, eine Menge an Meinungen abzubilden. Und es kommen ganz häufig Zuschriften, Gespräche über die Frage, welche Inhalte sollen auch in einer Lehre vermittelt werden. Da gibt es die Traditionalisten, die sagen, wir müssen die alte Technik erhalten und fortführen. Und es gibt es Menschen, die sagen, nicht nur bei der Kettzeichnung, sondern auch bei anderen Handwerkstechnologien, warum soll ich mit der Zange arbeiten, wenn ich das mit dem Winkelschleifer machen kann? Das ist demzufolge auch ein Punkt, mit dem wir umgehen müssen. Nun aber zu der Frage der sozialen Themen. Diese sind im Handwerk schon immer eine große Bedeutung gehabt. Deswegen ist da auch eine große Affinität zu den Kopfnoten da. Wir sprechen bei den sozialen Kompetenzen ja nicht nur von der Frage, ob jemand empathisch ist, sondern ob er mitdenkt, mitarbeitet, ob er fleißig ist und leidenschaftlich. Und das sind genau die Punkte, die wir ja häufig in der Diskussion jetzt haben, die mir eher dann am Herzen liegen. Bedingungsloses Grundeinkommen, nur Entfaltung der eigenen Person. Nein, es geht auch darum, Verantwortung zu übernehmen und die eigenen Fähigkeiten einzubringen, wenn man vielleicht an einer anderen Stelle ein Defizit hat. Und deswegen haben die sozialen Kompetenzen für das Handwerk große Bedeutung und es hat sich nicht geändert, das war schon immer so. Mhm. Frau Seitz, Sie kommen aus dem kleinen Familienbetrieb, sind damit, denke ich, ein typischer Vertreter des sächsischen Handwerks. Das Modellprojekt der Hellerauer klingt aus meiner Sicht jetzt erstmal interessant, ist aber vermutlich nicht für jeden Betrieb, gerade für die kleineren, so umsetzbar. Inwieweit können hier die Innungen oder Verbände zum Beispiel was unternehmen oder sehen Sie hier die Verantwortung auch ganz klar nur beim Bildungssystem? Nee, also wir müssen da definitiv auch als Verbände aktiv werden. Natürlich ist es so, dass die Fleischer immer kleiner werden. Das ist im Moment auch eine natürliche Entwicklung. Aber auch wir überlegen, wir haben natürlich diesen riesen Hygienekomplex. Das bedeutet, wir können auch nicht einfach mal sagen, jetzt kommt mal zu 10 und dann gucken wir uns das einfach mal alle an den Tag lang. Wir überlegen jetzt, was wir machen können. Und da gehört natürlich das Thema Virtual Reality für uns dazu. Wir werden Filme drehen, wo man den Beruf des Fleischers, der Fachverkäuferin einfach mal in einer virtuellen Realität erleben kann. Wir bieten Praktikas an. Das machen all unsere Betriebe. Wir versuchen das auch über den Deutschen Fleischerverband so weit, wie es geht, zu sammeln, dass wir wirklich den Schülerinnen und Schülern auch Möglichkeiten geben über unsere Internetplattform, wo sie schnell nachgucken können, wo sie in ihrem Umkreis einen Betrieb finden können, ob er ausbildet, ob er Praktikas anbietet. Also da können wir gemeinsam schon eine ganze Menge machen und ich glaube hier in Sachsen, und da muss ich großes Dankeschön an die Handwerkskammer Dresden geben und natürlich auch an sehr engagierte Lehrer im BSZ auf der Cadaletto-Straße, da muss ich immer kurz nachdenken, aber das sind einfach Menschen, die machen auf der Bildungsmesse Mach was auch eine entscheidende Arbeit mit, dass wir junge Leute ins Handwerk und gerade eben wieder in den Fleischerberuf bekommen. So, und jetzt komme ich, wie versprochen, zu Ihnen, Herr Piewatz, denn Ihr Haus muss nun mal an dieser Stelle ganz klar die Richtung vorgeben. Und da ist so die Frage, inwieweit können und werden soziale Kompetenzen künftig vielleicht auch noch eine größere Rolle in der schulischen Bildung spielen, zum Beispiel durch Ganztagsangebote und Ähnliches?
Also die jetzige Lehrplangeneration, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass wir die 2019 überarbeitet haben, hat eine wesentlich stärkere Fokussierung auf die Kompetenz. Wissen ist weiterhin natürlich wichtig, aber Werte genauso. Und aber eben die Kompetenzen, das anwenderorientierte Lernen ist ein stärkerer Fokus und muss noch ausgebaut werden. Das gilt genauso auch für die sozialen Kompetenzen. Und wir versuchen ja auch Schülerinnen und Schülern über verschiedene Möglichkeiten auch ihrer Mitwirkung die Möglichkeit zu geben, sich selbst auch wahrzunehmen als ein aktiver Teil, auch im schulischen Bereich, wenn ich an die Schülervertretungen denke, aber wenn ich auch an die Unterstützungssysteme denke, beispielsweise die Schulassistenten, die Schulsozialarbeiter, wo wir eben genau in diesen Bereich auch reingehen. Und gerade das Beispiel jetzt von den Hellerauer Werkstätten ist beispielhaft für das, wie GTA gut funktionieren kann. Der übergroße Anteil unserer GTA-Angebote sind sportlicher Natur, musisch-künstlerischer Natur. Das will ich auch überhaupt nicht kleinreden, das sind ganz wichtige Angebote, aber gerade solche Dinge, wo man auch praktische Fähigkeiten vermitteln kann, Interessen vermitteln kann, das ist unwahrscheinlich wichtig und ich würde mich freuen, wenn wir dort mehr Angebote auch noch unterbreiten können. Am Geld, das muss man hier ganz klar sagen, mangelt es nicht. Wir haben alleine im sächsischen Landeshaushalt pro Jahr 45 Millionen Euro. Jetzt können wir nochmal Bundesgeld oben drauflegen zum Thema Lernrückstände, da ist eine Menge da. Ich will aber noch einen Gedanken mit anbringen, der mir an der Stelle auch wichtig ist. Wir sind als Bildungssystem damit konfrontiert, dass die Schülerinnen und Schüler, wenn sie zu uns kommen, deutlich heterogener sind. Vielleicht so eine Zahl, die mich immer wieder stark beeindruckt, wenn Junge oder wenn Kinder bei uns in die Grundschule kommen mit 6 Jahren, müssen unsere Grundschullehrerinnen feststellen, dass aufgrund von biografischen Hintergründen, familiären Hintergründen, was auch immer, die Spreizung im Leistungsvermögen bis zu 2 Jahre ausmacht. Das heißt, ein Kind mit 6 Lebensjahren hat teilweise 2 Jahre Rückstand zu anderen. Und das ist etwas, wo wir natürlich als Bildungssystem dran arbeiten müssen, das zu nivellieren und möglichst auszugleichen, obwohl das sehr schwer ist. Aber es wirft ein bezeichnendes Bild auf das, was in unserer Gesellschaft nicht funktioniert. Wo Dinge, die für uns früher selbstverständlich waren, Stichwort auch Bildungs- und Erziehungsfunktion der Familie, immer weniger wahrgenommen wird. Ich will das nicht als Entschuldigung oder Ausrede gelten lassen. Ich will nur darauf hinweisen, dass wir mittlerweile in einem so komplexen System sind, wo wir als Bildungssystem immer mehr der Reparaturbetrieb sein müssen, was wir auch gerne annehmen, wo wir aber teilweise deutlich an unsere Grenzen kommen. Das nehmen wir so mit. Und ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben es gemerkt, ganz kommen wir heute Abend um ein Wort nicht drum herum. Das Thema Corona muss auch hier eine Rolle spielen. Professor Plünecke hat in seinem Impulsvortrag bereits erste Folgen der Corona-Pandemie auf das Bildungswesen anklingen lassen. Und ich schaue wieder zu Ihnen rüber, Herr Dittrich. Inwieweit sehen Sie hier die Gefahr von Corona-Jahrgängen auf uns zukommen und welche Folgen hat das fürs Handwerk? Manchmal wird uns hier in der Handwerkskammer Dresden der Vorwurf gemacht, dass wir zu positiv in die Zukunft schauen, weil wir keine Lust haben, dystopisch unterwegs zu sein. Aber beim Thema Corona wird es mir sehr ernst, weil wir an den Zahlen deutlich sehen, dass uns der Kontakt zu den jungen Leuten verloren gegangen ist. Und wir zwar jetzt für diesen Jahrgang noch einmal einen Aufwuchs der Ausbildungsstellen, der Ausbildungsverträge sehen, da freuen wir uns sehr drüber, aber wir gleichzeitig wissen, dass wir jetzt mindestens 2 Jahrgänge gar nicht in der Berufsberatung hatten. Und der Trend, dass diese jungen Menschen sprichwörtlich verschwinden im Bildungssystem, die machen einfach noch irgendwas in der Schule, das macht natürlich Sorge, weil es ein biografisch auch eine ganz andere Sache ist. Und deswegen ist es eben auch mit dem Blick auf die Pandemie, wir haben jetzt als Gesellschaft sehr viel getan, um die gefährdeten Gruppen zu schützen. Wir müssen jetzt auch wieder auf die jungen Leute schauen, weil die nicht in 10 Jahren sagen dürfen, ich habe zwar nie Corona gehabt, aber ich kann nicht lesen und schreiben, ich habe keine Berufsausbildung. Also es darf keine Corona-Jahrgänge geben und wir werden alle enorme Anstrengungen unternehmen müssen, um das zu verhindern. Dort sind wir gerade erst ganz am Anfang des Weges. Wie war es, eine aktuelle Studie sagt, Homeschooling sei so effektiv wie die Sommerferien? Auf der anderen Seite kennen wir Zahlen aus Ihrem Hause, dass sich die Noten in den Kernfächern im Vergleich zu den Vorjahren verbessert haben, weil, so die Vermutung, viele sich im Homeschooling darauf konzentriert hätten und es keine Ablenkung durch Projekte und Ähnliches gab. Was ist richtig? Naja, also ich finde das fürchterlich plakativ mit den Sommerferien. Das kommt ja dann meistens auch noch von denen, die uns noch im Herbst geraten haben,
macht mal schön das Homeschooling, das wird schon auch funktionieren. Und wir haben ja ganz deutlich festgestellt, nein, nichts ersetzt den Präsenzunterricht. Und deswegen haben wir ja in Sachsen immer dafür gekämpft. Ich bin ja auch vielfach deutlich kritisiert worden dafür, warum ich die Schulen so lange offen lasse. Es hat genau diesen Grund, auch den Dr. Dietrich angesprochen hat. Wir verlieren die Kinder, wenn wir nicht mehr hinschauen können. Und das, was ich jetzt auch von Lehrerinnen und Lehrern rückgespiegelt bekomme, ist ein ganz heterogenes Bild. Von denen, die sagen, meine Schüler sind gut zurechtgekommen. Teilweise besser als im Präsenzunterricht, weil sie mit dem häuslichen Lernen gut zurechtgekommen sind oder weil damals, als wir Wechselunterricht gemacht haben, die kleinen Gruppen unwahrscheinlich befördernd waren. Und genauso sagen Lehrerinnen und Lehrer, wir haben Schüler über Wochen gar nicht mehr gesehen. Wir wissen nicht, was mit denen ist. Wir wissen auch gar nicht, wo wir sie abholen können. Deswegen ist dieses genaue im Einzelfall hinschauen dort jetzt unwahrscheinlich wichtig. Das, was bemerkenswert ist, aber das betrifft die Abschlussjahrgänge, dass wir im letzten Jahr sehr gute Abschlussjahrgänge hatten, sowohl an den Gymnasien wie auch an den Oberschulen. Das hängt auch vielfach damit zusammen, dass wir uns gezielt auf die Prüfungen vorbereiten konnten. Aber es wird, ich vermute das ganz stark, auch in diesem Schuljahr der Fall sein. Dort war die Prüfungsvorbereitung sogar noch ein bisschen länger. Aber wir müssen schauen, dass wir die Kinder, die jetzt im System sind, die Jugendlichen, gerade im Bereich der Berufsorientierung, das, was sie jetzt an Defiziten aufgebaut haben, dass wir das Stück für Stück nachholen. Und da kommt es nicht darauf an, möglichst viel, möglichst schnell über die Schulen auszugießen, wie das einige gefordert haben. Ihr müsst das jetzt über die Sommerferien machen, sondern ganz konkret Lernstände zu erheben. Das sollen Lehrerinnen und Lehrer machen und dann im kommenden Jahr sich die Zeit nehmen und die entsprechenden Informationen, wie das gelingen soll, haben wir schon an die Schulen gegeben, geben wir jetzt auch weiter, Stichwort Lehrplanreduzierungen, dann wirklich diese Rückstände aufholen. Und vielleicht der letzte Punkt, gerade die Berufsorientierung. Ich habe oft genug auch mit Handwerksvertretern, aber auch mit der Agentur für Arbeit zusammengesessen. Die wollen wir jetzt wieder hochfahren. Wir haben gerade gestern die offensive Ferienpraktika ins Leben gerufen, also ein Online-Portal, wo Praktikumsplätze auf freiwilliger Basis in der Ferienzeit angeboten werden, dass möglichst viele das auch wahrnehmen. Und wir werden im kommenden Schuljahr ein Hauptaugenmerk darauf legen, dass die, die wenig Berufsorientierung hatten, möglichst viel jetzt noch nachbekommen, weil eine orientierungslose Generation, die nicht weiß, wo sie will, die dann möglicherweise erst in der Ausbildung feststellt, was nicht für sie passt. Die können wir uns beim besten Willen nicht leisten, angesichts der Zahlen, die Sie ja auch dargestellt haben, Stichwort Demografie. Aber dazu gehört ja erstmal die Debatte und der Konsens, wie gehen wir mit Corona zukünftig weiter um. Dort sind wir als Gesellschaft, das ist nicht mal der Vorwurf an die Regierung, noch nicht so weit, dass wir uns einig sind, was machen wir jetzt eigentlich mit den verschiedenen Varianten, was machen wir mit Impfangeboten, die wir haben. Also deswegen Ihr Wort in Gottes Gehörgang. Da reden wir auch gleich noch drüber. Spannendes Thema, ja. Spannendes Thema, das kommt auch noch, verspreche ich Ihnen. Ich würde gerne ein paar Punkte aus dem Statement von Herrn Piwatz jetzt so nach und nach abarbeiten wollen. Zuerst mit Ihnen, Professor Blünecke. Es ging noch mal um dieses Phänomen, dass im vergangenen Jahr Sachsens Oberschüler, die mit Abstand besten Abschlussnoten hingelegt haben. Herr Piwatz sagt, er vermutet, dieses Jahr wird es ähnlich. Das Ganze durch eine gezielte Prüfungsvorbereitung aufgrund der Pandemie. Und das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, was ist denn nun eigentlich das primäre Ziel, was so ein Schulabschluss heute haben sollte? Ist es das ganze Thema soziale Kompetenz, Persönlichkeit? Ist es das ganze Thema Fähigkeiten, Wissen? Oder ist es doch ganz plakativ einfach nur die gute Abschlussnote? Ja, die ersten beiden Dinge sind natürlich wichtig. Also Fähigkeiten, Kompetenzen. Und die sozialen Kompetenzen, die Sie gesagt haben, die Note selber soll das dokumentieren. Es ist hier nicht das Ziel an sich, dass man eine gute Note erreicht, sondern dahinter soll ja eine entsprechende Kompetenzen stehen. Und das, was Sie auch sagen, natürlich gerade für die Betriebe im Ausbildung sind die sozialen Kompetenzen, Durchhaltungsfähigkeit, Fleiß, aber auch wie gut kann ich mich in Gruppen integrieren, wie gut komme ich mit anderen Kollegen dann später aus, das sind wichtige Dinge. Und daher glaube ich, dass die Inhalte natürlich an der vordersten Stelle stehen und dann die Note im Idealfall das gut darstellen soll. Auf Corona zurück, natürlich betrifft das, zeigen uns die Studien, eher Jüngere als Ältere. Und gerade die Absolventenjahrgänge, die dann noch gezielt Vorbereitungszeiten in den meisten Bundesländern bekommen haben, um sich auf die Abschlussprüfungen vorzubereiten, die sind dann nicht so stark betroffen. Das wäre ja auch sonst für die ganz schlimm, wenn die dann kurz vor Ende da schlechtere Möglichkeiten hätten, auch eine entsprechend gute, aussagekräftige Note zu erzielen, die dann vielleicht für den Ausbildungsmarkt wichtig ist. Von daher müssen wir uns eher um die jüngeren und die mittleren Jahrgänge Sorgen machen, dass wir da die Lücken aufholen. Und da ist ganz wichtig, was Sie auch gesagt haben, dass man erstmal sauber erhebt, wie sind denn die Lernlücken, weil es da sehr große Unterschiede geben kann von Personen, die ganz stark zurückgefallen sind,
bis zu denen, die vielleicht sogar gezielter zu Hause lernen konnten und gar keine Lücken aufweisen. Deswegen müssen wir ganz wichtig diese Daten haben und dann, wenn wir die Daten haben, Förderprogramme auflegen und danach wieder messen, um dann nämlich feststellen zu können, welche Maßnahmen haben eigentlich wie gewirkt. Und sollte man die, sonst ist es ein Blindflug. Und einige Bundesländer machen auch ein bisschen Blindflug jetzt. Das ist nicht so günstig. Mhm. Blindflug wollen wir nicht haben. Herr Piwatz hat kürzlich auch in einem Interview gesagt, er geht von ungefähr 2 Jahren aus, um diese Lernrückstände aufzuholen. Und auf der anderen Seite ist das, was Herr Dittrich schon so ein bisschen anklingen lässt, kommen so die Aussagen aus Berlin, 4. Welle, ab Herbst dann vielleicht doch wieder ein Wechselunterricht. Wie gut sind Sachsen-Schulen gerüstet? Hand aufs Herz, können wir Schulschließungen im Herbst erneute verhindern? Also ich komme vielleicht nochmal auf den ersten Punkt zurück. Dieses Zeitlassen ist wirklich das Wichtige, das genau hinschauen. Und ich bin ja sehr dankbar für das Programm des Bundes, was uns hilft, noch zusätzliche Angebote zu unterbreiten. Aber der Bund hat einen relativ klaren Erwartungshorizont geliefert, bis wann das abgerechnet werden muss. Und das kollidiert ein bisschen mit dem sich Zeit lassen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und wieder in Gießkannenmanier allen irgendwas zugutekommen lassen, was dann versickert. Und da werbe ich wirklich um diese Zeit, die wir brauchen und das individuelle Hinschauen, was wir in Sachsen versuchen. Ja, und wenn wir auf die 4. Welle kommen, Dr. Dittrich hat es schon angesprochen, ich empfehle uns allen einen unverstellten Blick auf diese Pandemie. Wir sind über die Monate schlauer geworden im Umgang mit dem Virus. Wir haben Gott sei Dank mit der Impfung, auch mit den Testmöglichkeiten, ganz andere Instrumente jetzt an der Hand. Ich warne dort ein Stück weit vor allzu großer Hysterie, die überall unterwegs ist. Wir haben wieder gehört, am Anfang diese berühmte Delta-Variante, genau wie bei der Alpha-Variante. Die Kinder wären stärker betroffen, sie kämen regelmäßiger und häufiger ins Krankenhaus, was sich nach Aussagen von Wissenschaftlern hier in Sachsen, mit denen auch deckt, die in Großbritannien tätig sind, im Moment nicht bestätigt. Und deswegen dieser unverstellte Blick, was ist es wirklich, wie gut können wir das sichern? Wir haben in Sachsen im Frühjahr gesagt, wir wollen die Schulen inzidenzunabhängig öffnen und offen halten, indem wir regelmäßig testen. Wir waren die Ersten, die eine Testpflicht eingeführt haben. Das hat funktioniert. Wir konnten die Schulen öffnen. Dann kam die Bundesnotbremse. Wir mussten an vielen Stellen schließen. Das hat uns zurückgeworfen. Ich kann nur hoffen, dass mit dem System, was wir jetzt entwickelt haben und was sich bewährt hat, wir im Herbst eigenverantwortlich arbeiten können und dann auch Schulen offen halten können. Und dass wir die 4. Welle uns natürlich sehr genau anschauen, aber wir müssen, glaube ich, stärker als bisher die Unterscheidung machen, was sind die Infektionszahlen und was sind die Erkrankungs- und die schweren Erkrankungszahlen, um dann noch zu entscheiden, wie stark müsste man unsere Gesellschaft einschränken mit der Impfung und mit dem Impfangebot für jeden. Haben wir ein starkes Instrument, um diese Pandemie wirkungsvoll zu bekämpfen? Frau Seitz, ein ganz anderes Thema noch, was Herr Piwatz weit vor der 4. Welle vorhin noch angesprochen hat. Klar, die Praxisberater konnten nicht in der Schule aktiv werden durch geschlossene Schulen. Berufsorientierungsangebote, Praktika sind weggefallen. Inwieweit ist Corona auch ein Problem, wenn es darum geht, die Jugendliche für Ausbildungsmöglichkeiten zu begeistern? Und was kann hier jetzt so kurz vor Beginn des Ausbildungsjahres vielleicht noch getan werden? Also ich glaube, es ist tatsächlich ein ziemlich großes Problem. Wir überlegen aktuell mit einigen Betrieben schon, wie wir das möglicherweise jetzt noch kurz vor dem Ausbildungsjahr noch für uns in Chemnitz noch lösen können und versuchen da auch mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Lösungen zu finden. Ich glaube, hier müssen alle Seiten aktiv werden. Die Handwerkskammern haben es teilweise vorgemacht. Sie haben digitale Elternabende angeboten, haben die Berufsorientierung ins Internet gelegt. Das ist natürlich, das hat nichts damit zu tun, wenn ich einen Rohstoff anfassen kann und mich damit natürlich auch mit dem Rohstoff, den ich bearbeite, mit einem Beruf vertraut machen kann. Aber ich glaube, jetzt müssen auch die Betriebe aktiv sein, aktiv in die Praktika-Bewerbung praktisch gehen. Es muss jetzt einfach Angebote außerhalb der Reihe geben und es muss auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle mal ein plakatives Angebot geben, wo man einfach mal sagt, wir machen jetzt hier mal alles auf und lassen und versuchen den jungen Leuten jetzt wirklich in der Kürze der Zeit noch das zu zeigen, was wir den ganzen Tag machen, was wir als Leidenschaft empfinden und natürlich auch, was sie hoffentlich dann auch als Leidenschaft teilen. Dann ganz plakativ gesprochen, www.hwk-dresden.de/einfach-machen. Dort gibt es Praktika-Angebote, dort gibt es Lehrstellen. Draufklicken. Ich denke, da gibt es für jeden das passende Angebot. Und wir haben jetzt unsere Fragen aus dem Chat und Herr Piwatz, Sie müssen ran. Ich habe 2 Fragen an Sie. Die eine, ich bin mir nicht sicher, inwieweit Sie es sagen können, weil es dann doch sehr speziell ist. Wie kann es sein, dass es in einem neu renovierten Gymnasium in Dresden kein WLAN gibt und nur wenige Räume überhaupt online angebunden sind?
Das kann ich in der Tat nur schwer beantworten, weil ich sagen müsste, fragen Sie den Schulträger bitte. Aber aus meiner Sicht muss völlig klar sein, wenn wir ein neues Gymnasium errichten, das kann genauso eine Oberschule, eine Grundschule sein oder eine kernsanieren, dann muss die technische Ausstattung selbstverständlich vorgehalten werden. Das ist ja genau der Ansatzpunkt auch des Digitalpaktes, die Schulgebäude infrastrukturell zu ertüchtigen, in den Klassenräumen beispielsweise Whiteboards, interaktive Tafeln zu haben und eine WLAN-Ausleuchtung. Also da muss, glaube ich, ein gemeinsamer Konsens mit den Schulträgern da sein. Der ist aber aus meiner Sicht da, dass das ganz selbstverständlich heutzutage dazugehört. Und dort, wo es jetzt eben noch nicht stattgefunden hat, muss es mit Mitteln des Digitalpaktes nachgerüstet werden. Und dann gibt es noch eine zweite Frage von der Geschäftsführerin der Friseur- und Kosmetikerinnung hier in Dresden. Die geht ein bisschen weiter, und zwar geht die ins Thema Berufsschule und Berufsschulnetzplanung. Es bewegt aber das Handwerk gerade sehr, deswegen würde ich sie auch gerne bringen. Warum kommt man den Friseuren nicht entgegen und belässt das 2-2-1-Modell, welches ja dieser Berufsgruppe sehr entgegenkommt, nicht, sondern führt das Ganze jetzt in ein Blockunterrichtsmodell über? Also wir sind dort immer wieder im Austausch hinsichtlich der Frage, was ist das bessere Modell. Ist natürlich klar, dass aus Sicht der Betriebe das 2-2-1 zu bevorzugen ist. Umgekehrt, wir müssen natürlich auch die Ressourcen, die wir haben, Lehrkräfte, Räumlichkeiten und dergleichen, auch so vorhalten, dass es entsprechend gut funktionieren kann. Ich sage es mal immer so, es ist dort nie ein letztes Wort gesprochen, was der sinnvollste Weg ist. Wir müssen es für alle Seiten erträglich gestalten. Insofern werden wir uns das immer auch wieder anschauen. Aber wir sind zum Schluss auch gehalten, das, was wir an Ressourcen da haben, effizient einzusetzen. Und das ist teilweise der Grund, wo wir dann eben beispielsweise auch auf die Blockbeschulung gehen müssen. Dann danke für diese Antworten. Und dann sind wir schon fast am Ende unserer heutigen Runde angekommen. Ich hätte aber gerne zum Schluss kurz und knapp von jedem von Ihnen noch in einem Satz, ich weiß, das ist die Herausforderung, gewusst, wie sieht für Sie das Schulmodell der Zukunft aus? Professor Blünecke, als Bildungsforscher, Sie dürfen anfangen. Schwierige Frage. Ja, ich denke, eine spannende Kombination aus Präsenzunterricht im Kern, der Spaß macht, plus Ergänzung über die Lernplattform, Anton-App etc. mit tollen Lernsoftwareprogrammen, die den jungen Leuten richtig Spaß machen, den Stoff noch zu vertiefen und wo sie intelligent geführt werden und Selbstwirksamkeit spüren beim Lernen. Im Aufsatz wäre Ihnen das jetzt als Schachtelsatz anmarkiert worden vom Ausdruck her. Herr Piwarz. Der Politiker sagt, es ist nicht möglich, das in einem Satz zu fassen. Ich versuche es trotzdem. Es ist ganz viel von dem, was gerade eben gesagt wurde. Es muss ein System sein, was einerseits das Grundwissen vermittelt, was dann später eine wirklich freie Berufswahl ermöglicht. Und umgekehrt bestmöglich auf das vorbereitet, was das Leben bereithält. Und wir müssen Anreize schaffen, nicht nur Schule innerhalb des Schulgebäudes zu verstehen, sondern an ganz vielen Stellen, an außerschulischen Lernorten. Klassisch fallen uns da Museen, Gedenkstätten und Ähnliches ein. Es kann aber genauso auch der Betrieb sein, die Unternehmung, das Ausbildungszentrum. Aber eben auch das selbst angeleitete und begleitete Lernen zu Hause wird zukünftig eine stärkere Rolle spielen. Und diese Mischung, die wird es machen. War wahrscheinlich auch ein Schachtelsatz. War auch ein Schachtelsatz. Frau Seitz, mal gucken, ob Sie es gerade hinbekommen. Also ich glaube, das Schulmodell der Zukunft muss tatsächlich ein Zusammenspiel aus allen Akteuren davon sein. Bedeutet Eltern, der Schüler selbst, die Schulen, alle, die dahinter stehen und natürlich auch das Kultusministerium. Und ja, gute Schulausbildung bedeutet am Ende auch gute Ausbildung. Das war kürzer. Ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ich bin überzeugt davon, dass Schule anders und auch besser aussehen wird. Ich wünsche mir im Ergebnis, dass die Quote der jungen Leute, die mit Fleiß und Leidenschaft ihre eigenen Talente ausleben können, dass die einen Tick höher ist, als wir das jetzt haben. Das waren schöne Schlussworte. Der Austausch hier in der Runde hat großen Spaß gemacht. Und damit gebe ich ab an Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine intensive und inhaltsreiche Runde ohne der Beteiligung eines Virologen liegt hinter uns. Das ist schon alleine, glaube ich, ein gutes Zeichen. Die Teilnehmer haben zu Beginn der Runde recht pädagogisch wertvoll agiert, haben dem Schulsystem eine Note 2 gegeben. Ich habe nochmal nachgeschaut in der Zwischenzeit. Das bedeutet zwischen 80% und 95% der Leistung. Ich glaube, wir sind in Sachsen mit 80% nicht zufrieden. Das ist zu wenig. Insofern wollen wir gerne vorankommen, wollen höher
gerätet werden. Wir haben eine Veränderungsgeschwindigkeit bewiesen in der Phase der Pandemie, dass dieses Schulsystem, dieses Bildungssystem in der Lage war, zu reagieren, umzusteuern. Und es steht jetzt die Frage, was können wir aus dieser Zeit retten? Was können wir an Schwung natürlich auch mitnehmen, um Inhalte, Technologien, aber auch natürlich die Herausbildung von Sozialkompetenzen entsprechend anzupassen? Ich möchte an dieser Stelle noch einmal den Dank an die Lehrer und Akteure auch richten, die Berufsorientierung trotz dieser schwierigen Zeit ermöglicht haben, die uns auch als Kammern die Hand gereicht haben, die dem Handwerk die Hand gereicht haben. Und ich glaube, es ist ja deutlich geworden, wir müssen uns jetzt um die jüngeren, um die nachfolgenden Jahrgänge kümmern. Dazu brauchen wir einen klaren Plan, was wir bei einer weiteren Welle tun. Wir brauchen aber auch entsprechend die Überlegungen, wie gehen wir bei weiteren Pandemiewellen dann auch mit Themen wie Berufsorientierung um. Am Ende des Tages wird das Schulsystem entscheiden müssen, ob in Notfällen ein Handwerker kommt, weil nur wenn entsprechend Fachkräfte herangebildet werden, dann werden auch entsprechend diese Tätigkeiten in Zukunft erbracht werden können. Insofern auch von meiner Seite nochmal der Werbeblock. Praktikumsplätze, Lehrstellen findet man unter der Seite der Handwerkskammer Dresden www.hwk-dresden.de/einfachmachen. Schauen Sie einfach rein, wenn Kinder noch unversorgt sind, wenn Sie als Lehrer auch entsprechend noch hier Fragen an sich gerichtet sehen. Mir bleibt unseren heutigen Diskutanten ganz herzlich zu danken. An erster Stelle unserem Kultusminister Christian Biewertz, aber natürlich auch unserem Bildungsforscher Professor Dr. Axel Plünecke vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln sowie Nora Seitz, Landesinnungsmeisterin des Sächsischen Fleischerinnungsverbandes. Im Namen unseres Präsidenten und auch meiner eigenen Person sage ich ganz herzlich Danke auch an die Akteure in unserem Einspieler, an Johanna Meitzner, an Jörg Schrott, den Obermeister der SAK-Innung Löbau-Zittau, sowie an Michael Dubke von den Werkstätten Hellerau. Unser Duo Kenduro und Schof hat uns bereits auf diesen Abend musikalisch eingestimmt und wird auch jetzt nochmal loslegen. Bleiben Sie im Dialog, denn das Handwerk hält zusammen. Thank you.